lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen, und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Eskel, klopf, klopf. Willkommen zurück bei Witcher 3. Wir, ja, sind ein wenig Eskel! 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 Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Oh Mann. Eskel, du Säufer! Komm da raus! Mal gucken, wo der abgeblieben ist. Oha. Eskel, klopf, klopf. Ja, klopf, klopf. Eskel! 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 Oh Mann. Eskel, du Säufer! Komm da raus! Er ist durch... Er hat... Hey! Ah, hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wöwerns. Verdammt! Wir haben den Kampf verpasst. Ich glaube, er hat sich wehgetan. Ja, was macht eine Narbe mehr schon aus? Ist vollkommen egal, so sehe ich das. Ah, Eskel ist in der Nähe. Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eskel. Wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Jen. Die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Ist der bescheuert? Lambert, glaub mir, du solltest nichts mehr trinken. Ja, du bist bloß neidisch, dass du nicht drauf gekommen bist. Aber warum willst du es uns verderben? Mir fehlt zum Streiten die Kraft. War klar, du Windbeutel. Könnte dich mit einem Finger erledigen. Hey, entspann dich, Lambert. Willst du kämpfen? Hä? Willst du? Na los. Gute Nacht. Ach du Scheiße, ey. Drei Besoffene am nächsten Morgen. Es hat ein Kater. Oh. Das Bett hat er auch nicht mehr gefunden. Verdammt. Was für ein Traum. Ja, ob das wirklich nur ein Traum war. Oh. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Dein Versuch mit dem Grabstein und dem Schierling hat nicht geklappt. Nicht ganz, aber ich habe etwas rausgefunden.
Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert, zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Was? Wo kommt denn der Sinneswandel auf einmal her? Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Genau. Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Na? Na gut. Du weißt nicht, wer in Umas Körper gefangen ist. Wie bist du also auf diese Maße gekommen? Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Ein paar Zahlen extrapoliert, Simulationen durchgerechnet. Wir nehmen einfach alles. Du meinst, du hast geraten. Kräuterabsud. Okay, wartet mal. Das müsste dann hier gewesen sein. Na? Tanz der Sterne? Da. Was ist das? Wird eine feurige Explosion die Gegner in ihren Brand setzt. Stellen wir auch einfach mal her. Ups. Wir setzen hier gerade auch alles in Brand. So. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklau-Extrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Oha. Ja, hoffentlich geht das gut. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Er schüttelt nur den Kopf. Na gut, dann machen wir einfach von oben nach unten. Wer ist das? Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein. Aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Geralt, das nächste Elixier. Ja.
Ach, was soll's. Oisi, Kevin. Und jetzt? Abwarten. Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Na gut, warten wir einfach mal. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein, die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Aber natürlich, wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr, aber wir waren zu voreilig. Wir hätten... Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Nichts gegen dich, aber mir wäre lieber, dass es Geralt macht. Verstanden. Wäre mir auch lieber. Was soll das jetzt heißen? Einige Stunden später. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Ach du meine Güte. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Kneifen soll ziemlich effektiv sein. Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Ciri und Eislaufen? Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief, nicht so, Fußarbeit, erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch, bremst mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Oh Mann, ey. Nevid, Sibyl! Kamertan, Nevid, Sibyl, Kuale, Arriva, Endir! Oh. Nein, nein! Ich lass das nicht zu! Geralt, die gelbe Flasche in meiner Tasche! Ruhe! Hör zu. Kual! Nevid, Sibyl, Kual, Kual, Kanyatan! Nevid!
Arriva! Andy! Geralt! Das Phylacterium, mach's auf! Kanyata! Taronanede! Dies! War das der Fluch, den wir jetzt da drin haben? Und es ist... Avalach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut. Um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Rwain. Arwain. Sirain. Ins Gellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch. Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Was legst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl, außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Gut, ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut,
Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und Grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Oh Mann. Verfügbar, Punkte 2 Stück. Na schön, schauen wir mal. Zwei Punkte, dann war Stufe 24. Bum. Das hier einmal und das hier. So. In Ordnung. Aber jetzt haben wir ganz viele Hauptquests. Alle Stufe 22 sind wir alle drüber. Wir haben noch einen so eine Nebenquest gehabt. Die hier, Stufe 18, die Liste des Königs. Und ich würde sagen, wir machen zuerst die hier. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Halt, hier haben wir noch eine Kiste. Mal gucken, was wir Schönes erstmal ablegen können. Kann es sein, dass wir mal wieder gar kein Schwert da gerade auf dem Rücken haben? Kann sein, perfekt. So. Zack. Okay. Hoppala. Quest abgeschlossen, das Hess nicht einklein. Neue Quest, die Nebelinsel. Ja. Waffenbrüder. Das Tiere gewesen wäre, wäre es ja auch fast schon zu einfach gewesen. Ich wollte keine Blume. Können wir jetzt wenigstens immer hinreisen? Na also, sieht doch gut aus. Wir müssen. Ja, wo müssen wir denn hin? Hier rüber. Da oben. Gut, dann würde ich mal sagen, dort sind wir zum nächsten. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Wie schön. Aber ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Für heute soll es das gewesen sein. Und ich sage erstmal bis dann. Und ciao.